Guck mal hier, das sind die Statistiken über die Single-Haushalte bei uns im Westen. Hier das Vereinigte Königreich, da haben wir einen Anstieg um 20% allein seit 1996. Nicht anders sieht's in Deutschland aus, hier darf ich zwar aus irgendeinem Grund nicht drauf gucken, aber hier unten steht's ja seit 1991 bis 2020 auch irgendetwas zwischen 20 und 25%. So richtig aussagekräftig wird es dann bei unserem liberalen Vormund, den USA. Von weniger als 7 Millionen Singles im Jahr 1960 ging es erbarmungslos rauf auf fast 38 Millionen. Man beachte hier auch den brutalen Spike in den 60er und 70ern, als Hippies und 68er wüteten. Und ganz ehrlich, wer diese Entwicklung als Zufall, als völlig natürlich oder gar als positiv betrachtet, also ganz klar, mit dem stimmt was nicht. Und das mit dem, was nicht stimmt, das zeige ich dir auch gleich. Verkauft wird das alles ja als Fortschritt, als modern und als persönliche Befreiung, aber über die Auswirkungen, die für jedermann sichtbar sind, über die spricht halt irgendwie keiner. Und um es mal vorwegzunehmen, ich kann keinem Mann von Qualität empfehlen, sich fest mit einer modernen Frau zu binden. Und modern, das ist ja nichts anderes als ein Synonym für progressiv, für Vogue, wenn du so willst, und für liberal. Wenn du harmonische Beziehungen und deine archetypischen Tugenden wiederbeleben willst, dann erkläre ich dir das alles haargenau in meinem Buch und von dort aus verweise ich dann auch auf mein Platinum-Paket, in dem ich dir mein gesamtes Wissen über Erfolg, über maskuline Werte, Macht und Einfluss und auch über Frauen bereitstelle. Okay, wenn ich gerade eben erwähnte, dass sich ja doch inzwischen mehr und mehr Leute nach dem Warum für die Geschlechterverwirrung und Single-Trends fragen, dann ist ja das eigentlich schon die Antwort auf die Fragen, die sich viele stellen. Was ist denn genau passiert während der vergangenen 60 Jahre im Westen? Ja, Liberalisierung ist passiert, amigo. Vereinzelung ist passiert. Individualismus, und wenn du noch ein bisschen an Kultur und Weitsicht mitbringst, dann kannst du das eigentlich nicht unterstützen. Außerdem, eine atomisierte und auf das Individuum reduzierte Gesellschaft, die muss fallen. Genau genommen ist sie schon gefallen. Der gesunde Gegenentwurf, der ist natürlich wie immer und wie es schon immer war, ein homogener und kohäsiver Volkskörper, bestehend aus möglichst großen Familienverbünden. Für dich selbst und als Mann kann sich Singletum im Moment und in deinen 20ern und 30ern noch gut anfühlen. Wie es danach aussieht, das ist eine andere Frage. Und Frauen, denen schwimmen ja naturgemäß die Fälle noch viel früher davon, alleine schon durch die biologische Uhr, die in ihnen tickt.